Noch einmal im Rampenlicht, noch einmal wird Martin Schmidt offiziell verabschiedet. Am Olympiastützpunkt in Freiburg, dort wo der 36-jährige Schwarzwälder viele Jahre hart für seine Erfolge trainiert hat, danken Politiker, Funktionäre und Sportler dem Athleten, aber auch dem Menschen Martin Schmidt. Bodenständig trifft es, bescheiden trifft es. Martin ist einfach eine außergewöhnliche Persönlichkeit. Er ist auch immer hilfsbereit. Er ist, ob es für die Nachwuchsarbeit oder andere wichtige Dinge geht, er ist immer dafür zu haben, andere zu unterstützen. Und wir sind ihm da sehr dankbar, dass er diese Leistungen eigentlich auch immer für die Allgemeinheit hier erbracht hat. Die Verabschiedung von Martin Schmidt ist krönender Abschluss bei der diesjährigen Sportlerehrung Südbaden. Zuvor werden die besten Athleten für ihre Leistungen in diesem Jahr ausgezeichnet. Erstmals verliehen wird der Südbadische Sportpreis. Er geht an den 80-jährigen Erfolgstrainer und Physiotherapeuten Rolf Luxemburger. Zahlreiche Erfolge feierten erneut die Ringer, allen voran Vize-Weltmeister Oliver Hassler. Ja, als Sportler sind ja so Anerkennungen immer schön und gerade so im Randsport Ringe, der es leider mittlerweile geworden ist, Ringsport, ist immer schön, so ein bisschen was mitzubekommen und hier in dem Rahmen vom Olympischen Stützpunkt und vom Badischen Sportbund ist das schon eine angenehme Sache. Ja. Zum Schluss wird auch der dreifache Paralympicsieger Willy Brehm feierlich verabschiedet. Nach 25 Jahren im Leistungssport hört Brehm auf. Viel Applaus für zwei südbadische Topsportler, die jetzt die Bühne anderen überlassen. Jungen Talenten auf die Sprünge helfen, das ist der Plan von Skisprunglegende Martin Schmidt. Der Olympiasieger von 2002 ist jetzt zu Gast bei TV Südbaden Sport.